Wer wird Germany's Next Topmodel? Das war schon immer eine Frage von Aussehen, Charisma, Kurven und des Antriebs. Geklärt wird sie auf der Tuning World Bodensee gleich an mehreren Orten. Vor allem in der neuen Style Mile und im European Tuning Showdown mit zusammen rund 200 hochwertig veredelten Autos. Hoch im Kurs hier und generell die richtige Radreifenkombination in Verbindung mit einer maximalen Tieferlegung. Also grundsätzlich hat sich da in den letzten 20 Jahren für mich nicht viel verändert, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich angefangen und zwar sind es das große F und das große A, Felgen, Fahrwerk, Auspuff und dann ist man eigentlich schon ganz gut mit dabei. Und wenn man sich mal umschaut, sieht man halt auch, dass die meisten Fahrzeuge zumindest schon mal tiefer sind und einen anderen Radsatz drauf haben. Dieser Polo muss sich gegen die anderen 47 Topmodells im ETS durchsetzen. Wir sind uns sicher, er wird ein Foto bekommen. Das Projekt E-Concept kommt aus Frankreich, wurde komplett elektrifiziert. Der Clou? Von außen betrachtet hat man mit einer VR-Brille den vollen Durchblick aufs Innerste des schönsten Elektroautos der Messe. The idea of the tuning is to make. Wir wollen mit unserem Auto zeigen, wie die Zukunft aussieht. Wir mögen Elektroautos und haben diese Idee in unser Schaffen als Tuner integriert. Bei all dem darf man aber nicht vergessen, dass der Polo Dome das eigentliche Zentrum der VW-Macht in Friedrichshafen ist. Hier findet das weltweit größte Indoor-Polo-Treffen statt. Fast and Furious geht es nicht nur in den Driftshows her. Am Bodensee werden in diesem Jahr auch 5 Nachbauten der bekannten Filmautos ausgestellt. Und schließlich geht es auch bei der Wahl zur Miss Tuning um die Optik, einen Foto, Kalender und die Krone auf der 17. Tuning World Bodensee.